Hallo ihr Lieben, jetzt kommt wie immer knarrt natürlich mein Hocker zur Begrüßung. Jetzt soll es wieder um Unabhängigkeit gehen und jetzt kriege ich ganz schön zu tun und zwar fünffach Unabhängigkeit. Ihr werdet sicherlich schon erraten haben, ich habe nicht drei Arme oder drei Beine, sondern ich muss jetzt einfach die Stimme dazu nehmen als fünftes Element, was dann zu den anderen vier festgelegten Sachen Unabhängigkeit, unabhängig was anderes machen kann. So, und ich mache wie so oft Achtel auf dem Ridebecken, Viertel in der Bassdrum, Sechzehntel auf der Hi-Hat, Achtel Triolen auf der Snare-Drum ist nochmal eingeblendet. Und mit der Stimme versuche ich durch die Ebenen zu gehen. Also Viertel, Vierteltriolen, Achtel, Achteltriolen, Sechzehntel, Sextolen, 32. Einfach in Form von Zahlen. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, wir schauen einfach mal, ob das klappt. So, sollte ich dann mal so bei 16 und 6 Tonen mal ein kurzes Päuschen mit der Stimme machen müssen, dann ist es einfach deswegen, weil die Luft knapp wird. Kann sein, ich setze mal kurz ab, das ist kein Verspielen, es hat einfach nur wieder mit dem Luftholen zu tun. Denn ohne Luftholen geht es ja leider nicht. Ich gebe mein Bestes und fange einfach mal an mit Vierteln. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Das waren fünf verschiedene Dinge gleichzeitig. Ist interessant, wenn man das macht für Kopf und Körper. Ist ein ganz interessantes, eigentümliches Gefühl, wenn man das performt. Man muss alles überwachen, gleichzeitig wahrnehmen. Dann springt die Wahrnehmung manchmal mehr zu der einen Sache, zu der anderen Sache. Man muss gucken, man muss versuchen zu spüren, ist da irgendwas nicht ganz richtig und muss dann Einfluss drauf, drauf ausüben. Das ist schon ein interessanter Vorgang. Ja. Naja, es soll euch eine Inspiration sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.